Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Eingabe akzeptiert. Ein Landungsschiff der Kett! Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit... Etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich.
mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relictech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Vetra, was ist los? Sie seufzen die ganze Zeit. Wirklich? Tut mir leid. Sid hat angerufen und gefragt, ob ich ihr einen Timer, Medigel und 15 Paar Socken besorge. Das kann nichts Gutes bedeuten. Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor, Pathfinder. Gute Arbeit! Da, etwas kommt aus dem See. Die Tech ist auch unterirdisch? Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts! Wow, es bildet sich eine Brücke. Sieht stabil aus. Falls nicht, müssen wir schwimmen. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranz. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding.
Oh, Sie sind gut. Und es sieht bei mir so leicht aus. Da geht's ganz schön tief runter. Richtig tief. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, PB. Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen. Hey! Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus oder ein Gewölbe. Wie Sie es auch nennen, die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen. Aber wir sollten es trotzdem erfassen. Passen Sie auf Ihre Finger auf. Da könnten Fallen sein. Die Scans zeigen keine an. Verlassen Sie sich nicht darauf. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Naja, wenn die Relikte es nicht benutzen. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Kein Anzeichen von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Ich sehe die Leitung, Sam. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Das ist ja mal interessant. Diese Datenmuster-Dinger sind unglaublich. Wenn ich richtig liege, kann jedes von ihnen hunderte Zettabyte speichern. Es gibt ganze Spezies, die mit weniger auskommen. Ich registriere leichte Beschädigungen. Das Muster deutet auf das Vorhandensein maßgeblicher Daten hin. Sie sind allerdings nicht zugänglich. Diese Tür müsste eigentlich funktionieren. Mit Energie wird sie versorgt, oder? Brauchen wir vielleicht ein Passwort? Was ist mit diesen holographischen Mustern? Können Sie eins scannen? Wow, ich hatte wirklich gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Müsste es so tief unter der Erde nicht wärmer sein? Wir sind so tief unten. Ich kann nicht mal das obere Ende des Schachts sehen. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden.
Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Sie ist offen. Wir erhalten also Zugriff, sobald wir es lesen. Noch ein Gravitationsschacht und... Das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Gute Idee. So kommen wir deutlich schneller voran. Sehen Sie, ich wusste, Sie sind clever. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. Solange hier alles abgeschaltet ist, kann ihr ja eigentlich nicht viel passieren, oder? Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Bisher ist eher ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay, mach eine Notiz für unsere Asari-Freundin. Und für uns, falls wir das alles irgendwann mal erklären müssen. Na, sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen. Ah, Sam, behalt das für später im Kopf. Check, check. Hier spricht... Ach, Sie wissen schon wer. Wir hören Sie, Bibi. Halten Sie die Verbindung aufrecht. Verschlossen. Sie scheint gut auf sich selbst aufpassen zu können. Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Eine Flüssigkeit ist das. Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Ah, das brennt. Seien Sie vorsichtig. Nichts. Das Ding ist hin. Es ist mechanisch. Könnte es Teil der Anlage sein? Eine unbekannte Legierung und weitere Komponenten. Die Zusammensetzung ähnelt der von Universal G. Vielleicht ist das ja die Flüssigkeit in der Leitung. Also was auch immer diese Flüssigkeit ist, Sie brauchen offenbar ein ganzes Aquädukt voll davon. Machen Sie zwei draus, mindestens. Ich habe gerade eines überquert. Ich habe ständig das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Darüber können wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir uns... darauf konzentrieren, den Ursprung der Systemabriegelung zu finden. Relikte! Passen Sie auf, dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen! Als Deckung!
aus wie ein Schild. Könnte nützlich sein. Ein weiteres Aquädukt. Diese Flüssigkeit ist hier überall. Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie Universum... Ich glaube, das waren alle. Bin unterwegs. Unfassbar. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für... Ein Ort ist das hier. Wechsle die Position. Wir haben Gesellschaft. Noch mehr Relikte. An den Rändern vorsichtig! Alles klar! Augen nach oben! Sie dürfen nicht über uns kommen! Nicht nachlassen! Wir haben es fast geschafft! Ryder?
die ich gefunden habe. Sie ist definitiv kein Machtsymbol. Die Relikte schießen immer noch auf mich. Ich versuche es mal mit einem dieser Datenmuster, die wir gesehen haben. Ist das eine gute Idee? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist auch eine Möglichkeit, einen Raum zu erleuchten. Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Das sollten wir besser sein lassen. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unklug. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Man kann nie vorsichtig genug sein! Erledigen Sie sie! Dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Okay, nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt! Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Das Gerät ist online und erzeugt einen Schild. Naja, wenigstens ist es nicht feindselig. Ein Verteidigungssystem nach dem anderen. Vorausgesetzt, es sind Verteidigungssysteme. Der Gravitationsschacht ist weiterhin abgeriegelt. Unglaublich, wie hoch es ist. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Staub. Wie alt ist dieser Ort? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war.
Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Mist, die Leitung ist undicht. Ja, und das Zeug verteilt sich über die gesamte Konsole. Es wird Ihnen die Hände wegbrennen, wenn Sie versuchen, darauf zuzugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Ein Handschuh. Oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Was ist passiert? Keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal. Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an Ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können Sie die Leitung reparieren. Und da sind Sie. Ich probier's mal. Da rührt sich nichts. Solange die Leitung undicht ist, gibt es hier nicht mal genügend Energie für die Tür. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Mal gegen die Konsole schlagen. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sagt den ganzen Ruhm ein. Wir werden Sie schon einholen. Vorausgesetzt, diese Tür funktioniert jetzt auch. Sehen Sie sich das an. Führt nach unten. Als wollten Sie nicht, dass hier irgendjemand zu leicht durchkommt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Moment mal. Pflanzen? Hier unten? Das ist seltsam. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Dieser Planet ist eine Einöde. Vielleicht sind Sie ja einfach abgehärtet. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Ein Glück, dass ich so wenig gefühlt. Wir kriegen Gesellschaft! Thank you.
Wechsle die Position. Einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Wenn wir wieder zurückgehen, müssten wir ihn erreichen können. Beobachter! Sie kommen auf uns zu! Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ach, das wird schon. Ich hasse das hier. Ich hasse es. Sehen Sie, nichts passiert. Ah, verdammt! Schon okay. Kein Problem. Hören Sie auf, alles schön zu reden. Verschwinden wir einfach von hier.
Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Ah, ganz schön rutschig hier. Wir haben jetzt schon 2 Gravitationsschächte nach unten genommen. Und dieser Ort reicht noch tiefer. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Tja, Hauptsache, wir finden es nicht auf die harte Tour raus. Wir haben einen Weg zur... Wow! Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Kommen Sie nach Andromeda. Spazieren Sie durch die Luft. Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Wir müssen nah dran sein. Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Es ist wie eine gigantische Maschine. Wir stehen mitten zwischen ihren Zahnrädern. Abgeriegelt. Ich bezweifle, dass wir da durchkommen. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Das alles hier ist riesig und wunderschön. Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Ryder? Phoebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Was ist das? Gehen Sie!
kein Risiko ein. Verschwinden Sie einfach. Vorsicht! Entlüftungsöffnung! Für einen Sprung. Haben Sie noch eine Brücke in petto? Es wäre ratsam zu fliehen, Ryder. Ich weiß, Sam! Neustart abgeschlossen. Das war ganz schön hektisch. Was war dieses Feld? Eine Falle, was sonst? Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Wir müssen vorsichtiger sein. Dieses Feld hätte uns beinahe zersetzt. Hat es aber nicht. Freuen wir uns also über das coole Gewölbe, das Sie aktiviert haben. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Da sind wir. Das ist Eos. Irgendwas ist passiert. Wegen des Neustarts vielleicht? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Diese Technik kann Beobachter aus dem Nichts erschaffen oder ganze Planeten verwüsten und sicher noch viel mehr. Die Bots, diese Pflanzen, die Atmosphärenwandler. Ich habe mal Nachschub für ein Ratsteam beschafft, das die Atmosphäre eines Eisplaneten geimpft hat, um die Polarkappen zu schmelzen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen? Einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist es vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft.
Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. EOS könnte erschlossen werden. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Sie ist gewaltig. Gehen wir es langsam an. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Willkommen an Bord. Wir besorgen Ihnen einen schicken Jobtitel für Ihre Koje. Ich brauche nur eine Truhe. Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Das wird bestimmt interessant. Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr. Stücke!
dort vorne sind Kett. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das... Drag? Wird ja auch Zeit, dass Sie sich auf der Party blicken lassen.